Hallo, ich bin Marek Haidu und ich kümmere mich bei Amazon um die Warenrücksendungen. Wir tun alles dafür, um für jede zurückgeschickte Ware einen neuen Kunden zu finden. Wie? Das zeige ich Ihnen jetzt. Wir sind jetzt hier in der Nähe von Bratislava, in der Slowakei, in einem der spezialisierten Retourenzentren von Amazon in Europa. Wir haben hier spezielle Prozesse aufgesetzt, um für möglichst alle retournierten Artikel einen neuen Verwendungszweck zu finden. An dieser Station inspizieren meine Kollegen die rückgegebenen Artikel mit Hilfe eines speziellen Softwareprogramms. Ein komplexes Protokoll steuert diesen Prozess. Es wird sowohl bei Artikeln angewendet, die ursprünglich von Amazon verkauft wurden, als auch bei Artikeln, die wir für unseren Verkaufspartner verschickt haben. Wenn der Artikel brandneu ist und unseren Qualitätsstandards entspricht, wird er als neu gekennzeichnet und wieder zum Verkauf angeboten. So wie es ein Einzelhändler mit Retouren im Geschäft vor Ort abmacht. Andernfalls wird das Produkt an weitere Stationen weiter untersucht. Das Ziel? Die nächstbeste alternative Verwendung und einen neuen Besitzer zu finden. An dieser Station überprüfen meine Kollegen zurückgesendete nicht-technischen Waren. Wenn sie einwandfrei funktionieren, aber zum Beispiel die Verpackung beschädigt ist, verkaufen wir sie als gebrauchte Produkte zu vergünstigten Preisen über das Amazon Warehouse-Programm mit denselben Support- und Rückgabebedingungen wie neue Artikel. Für bestimmte Produkte haben wir extra Abteilungen. Diese Experten untersuchen zum Beispiel Drohnen, die von Kunden zurückgegeben wurden. Dank der Prüfung können die Kunden sicher sein, dass das gebrauchte Produkt voll funktionsfähig und sicher ist, obwohl es zu einem reduzierten Preis verkauft wird. Zurückgesendete Artikel, die von Amazon verkauft wurden und die wir über unsere Kanäle nicht weiterverkaufen können, unterziehen wir weiteren gründlichen Prüfungen. Immer mit dem Ziel, die nächstbeste Verwendung für sie zu bestimmen. Wir spenden auch Waren an gemeinnützige Organisationen in ganz Europa. Viele unserer Logistikzentren haben direkte Verbindungen mit Organisationen wie den lokalen Tafeln. Erst wenn wir alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft haben, geben wir Ware ins Recycling, zur Energierückgewinnung oder zur Entsorgung. So kann es vorkommen, dass Ware aus hygienischen Gründen entsorgt werden muss. Man sieht, unser Ziel ist es, so wenig Abfall wie möglich zu erzeugen und die Produkte in der Wertschöpfungskette zu halten. Alles, damit wir unsere Umwelt schützen und mehr Kunden glücklich machen.